Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial auf meinem Channel. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Rückgabewert von Main an das Betriebssystem auswerten könnt. Wenn ihr einige Zeit C programmiert, dann wisst ihr ja, dass Main, die Funktion Main, der Einstiegspunkt für das Betriebssystem ist in das ausführbare Programm. Und Main gibt einen Rückgabewert an das Betriebssystem zurück, also normalerweise. Ne? Man kann natürlich Main auch so implementieren, dass eben kein Rückgabewert zurückgegeben wird. Wir hatten in den vorangegangenen Videos aber den Wert 0 an das Betriebssystem zurückgegeben und diese Zahl 0 signalisiert, dass alles ordnungsgemäß dann halt beendet wurde. Ne? So, man kann über diesen Return-Wert auch eine andere Zahl eingeben, zurückgeben, einen Fehlercode, aber man kann mit dem Rückgabewert ja auch was anfangen, also diesen Rückgabewert ja nach Belieben verwerten und auswerten und benutzen, indem man eben ein zweites Programm erstellt und diesen Rückgabewert an das zweite Programm, das man erstellt hat, zurückgibt. Nun, wem das alles so theoretisch ist, dem sei gesagt, ja, dass wir das alles im Laufe der nächsten Minuten eben an einem Beispiel deutlich sehen werden. Das Ganze ist jetzt nicht so kompliziert und ich schlage einfach mal vor, dass wir loslegen. Ich befinde mich hier im Terminal, im Ordner YouTube, den ich extra für euch angelegt habe. Und wenn ich hier im Terminal das Kommando ls eingebe, dann seht ihr, dass dieser Ordner noch leer ist. Das soll sich ändern. Ich gebe jetzt mal vi ein. Wir werden hier mit dem Vim-Editor arbeiten. Zumindest werde ich das tun. Ihr könnt einen anderen Texteditor eurer Wahl benutzen. Und hier erstelle ich eine Datei return. run.c. So, auf Enter. I versetzt uns in den Eingabemodus, in den Insert-Modus und hier gebe ich mal ein include so und hier int main So. Ja. Okay. So, und hier hatten wir gewohnheitsgemäß immer Return 0 ja, eben hingeschrieben. Das wird sich jetzt ändern. Wir werden da was ganz anderes hinschreiben, aber zunächst einmal mache ich Folgendes. Ich lege hier drei Variablen an, und zwar int sum und int value 1 und value 2. Nun soll der User in diesem Programm dazu aufgefordert werden, eben zwei Zahlen einzugeben. Gib eine Zahl ein. Diese Zahl nehmen wir mit scanf entgegen. Und value 1. So. Wichtig ist, dass ihr das Ampersand-Zeichen hier nicht vergesst. Und hier nochmal put eine weitere. Gib eine weitere Zahl ein und auch hier nutzen wir wieder scanf. So, bis hierhin sollte es nicht so schwer sein. Wie gesagt, wenn ihr einige Zeit programmiert, dann sollten euch diese Zeilen
hier vertraut sein. Und ja, jetzt haben wir zwei Zeilen entgegengenommen und wir bilden jetzt einfach mal die Summe dieser beiden Zahlen. Wir haben nicht Zeilen entgegengenommen, sondern Zahlen. Also Value 1 plus Value 2. Und Sum geben wir auch zurück. Return Sum. So. Moment, das ändere ich hier mal um. Okay. Ja, ich sehe jetzt hier keine Tippfehler und daher speichere ich das mal ab. Aber erstmal müssen wir ja den Insert-Modus verlassen, indem wir auf Escape drücken und jetzt Doppelpunkt WQ, um eben diese Datei abzuspeichern. Super. Und dann, wenn wir jetzt hier ls eingeben, dann sehen wir ja, dass hier Return Run erstellt wurde. Und jetzt müssen wir Return Run einfach nur kompilieren. gcc returnRun.c-o und daraus mache ich einfach Return Run ohne die Endung .c. Mal gucken. Und jo, also tatsächlich keine Fehler gemacht. Und wenn ich jetzt hier nochmal ls eingebe, dann sehen wir auch, dass hier eine ausführbare Datei, ein ausführbares Programm erstellt worden ist. Ne? So, okay. Jetzt habe ich hier eine Datei, ein Programm, das einen Wert zurückgibt. Nun wollen wir ja in einer zweiten C-Datei, in einem zweiten Programm eben diesen Rückgabewert von Return Run entgegennehmen und verarbeiten. Ich lege aber daher erst einmal eine zweite C-Datei hier an, und zwar Return to.c. Die erstellen wir jetzt und wieder in den Insert-Modus und auch hier wieder Include. Und int main. Und hier können wir Return 0 verwenden. So, also wenn ihr das Video gesehen habt in meiner Playlist, in dem ich euch zeige, wie ihr Argumente verarbeiten könnt, die im Terminal eben an die ausführbare Datei übergeben werden, dann sollte euch eben hier argv vertraut sein oder bekannt sein. Und das erste Argument, das eben hier übergeben wird an die Funktion, ist argv1, also hat den Index 1. Und der argv0 ist der Programmname. Ne? Hier auf einem macOS-System im Terminal ist argv0 der Programmname, argv1 ist das erste Argument. Da Return 1 eben nur ein Argument verwendet, benutze ich hier eben auch argv1. Aber am besten versteht ihr das, wenn ich hier diese Zeile hier eingebe. So, Prozent D. Und ja, jetzt könnte man auf die Idee kommen, sowas zu schreiben, argv und dann eben 1. Das rutscht jetzt in die zweite Zeile, aber das hat einfach mit der Schriftgröße zu tun, hier, die ich eingestellt habe. Ich habe hier die Schrift etwas größer gemacht, damit ihr das auch besser verfolgen könnt. Also argv. So. Ja.
Also hier habe ich keine Enter-Taste gedrückt. Ne? Ihr seht ja, hier ist der Bildschirmrand und dann ist es automatisch runtergegangen. Okay, also die Summe der von dir eingegebenen Zahlen beträgt. Ja, es ist hier. Okay. So. Beträgt Prozent D. Ja, das wird so nicht funktionieren. Denn die Argumente, die an Return2 übergeben werden, werden als Strings übergeben. Das ist ja hier ein Character Array. Ne? Also hier ein String Array. Und wir müssen jetzt hier Folgendes machen. Wir müssen einfach den Wert, das Argument hier, konvertieren. Wir müssen hier ein Typecasting durchführen und das machen wir mittels der Funktion ASCII_INTEGER, A_to_E und hier kommt noch eine Klammer hinzu, A_to_E, ASCII_INTEGER. Das bewirkt halt, dass ein String, sofern es möglich ist, in eine Integerzahl gecastet wird. Ne? Um diese Funktion A2E nutzen zu können, müssen wir eine weitere Header-Datei einbinden und das ist die Standard Library, also include stdlib.h und dann hätten wir auch das hier bewerkstelligt. Und dann mache ich mal der Ansicht halber einfach mal so ein Putscher ohne leere Zeile und das mache ich auch hier am Ende der Funktion. Einfach aus optischen Gründen. So, den Insert-Modus wieder verlassen. Okay. Dann gehen wir mal wieder ins Terminal, speichere das mal hier ab und gcc return2.c-o und wir erstellen jetzt eine ausführbare Datei. Das ist gelungen, also keine Fehler gemacht, keine syntaktischen. Ich schaue nochmal nach, dann haben wir einmal Return 1, Return 2 als ausführbare Dateien und dann halt die entsprechenden Dateien mit der Endung .c als Quellcode-Dateien. Gut, okay, wir haben die ausführbaren Dateien, das ist wichtig. So, also noch einmal zur Rekapitulierung, ne? Nur dass ihr nicht den Faden hier verliert, das werdet ihr nicht tun, bestimmt nicht. Return 1 gibt einen Wert zurück, die Summe von zwei Zahlen, die der User eingegeben hat. Dieser Wert soll an Return2 übergeben werden und in Return2 haben wir einfach nur eine Printf-Anweisung stehen, die diese Summe dann ausgibt. So, wie machen wir das? Wir machen das hier über eine Skriptdatei und zwar eine Datei mit der Endung Command, also .command. Wir sind hier im Terminal, wir sind hier auf einem macOS-System. Das läuft in Windows anders. Also es ist ja so, dass auch Windows-User weitestgehend hier meinen Tutorials folgen können, also meinen C-Tutorials. Nur sofern wir hier ins Terminal gehen, dann müsst ihr das entsprechend, wenn ihr auf einem Windows-Rechner seid, dann halt umsetzen eben auf die Kommandozeile von Windows, die ja eine ganz andere Syntax verwendet als macOS. Ne? Gut, also auf dem Windows-System wäre es eine BAT-Datei mit der Endung .dot, also .bat, eine Batch-Datei. Und hier ist es eben eine Command-Datei. Und diese Command-Datei erstelle ich, also vi, und ich nenne sie jetzt Auswertung.command. Also diese Endung ist wichtig. Ne? Und jetzt Enter, dann sind wir wieder im Editor. Hier gebe ich nicht viel ein, und zwar zwei Zeilen. Und diese zwei Zeilen werden hier einiges bewirken. Erst einmal
in den Insert-Modus und ja, wir führen return one hier aus. Also ganz normal diese Zeile hier, ne? So als ob wir jetzt return one direkt im Terminal ausführen würden, ne? Ich meine, letztendlich wird das ja so ausgeführt, deswegen erstellen wir die Script-Datei, dann hier im Anschluss return to und Dollarzeichen, Fragezeichen. Und das ist eigentlich der ganze Code, dieses Dollar, Fragezeichen, diese Zeichenkombination ist eben der Platzhalter und dieser Platzhalter steht für den Rückgabewert, für den Rückgabewert von Return 1. Ne? Also das, was von Return 1 zurückgegeben wird, wird eben hier mithilfe dieses Platzhalters, Dollar und Fragezeichen, an Return 2 übergeben, sodass wir das auch eben in der betreffenden Printf-Anweisung ausgeben können. Und das sind zwei Zeilen Code, also bestimmt nicht viel. Ich gehe jetzt hier aus dem Insert-Modus raus und speichere diese Datei ab, Doppelpunkt WQ, auf Enter und voilà, wir sind wieder im Terminal und ls listet das jetzt mal auf, Auswertung Command, soeben erstellt und dann haben wir noch eben die anderen vier Dateien und bis hierhin. Nun könnte man jetzt auf die Idee kommen, sofort loszulegen und eben Auswertung Command auszuführen. Ist ja keine schlechte Idee, deswegen machen wir das jetzt mal. So, Auswertung.command, eben diese Command-Datei führe ich jetzt aus auf Enter und voilà. Wir sehen hier etwas, was uns auf den ersten Blick nicht so erfreut, und zwar Permission Denied. Das heißt also, der Zugang zu dieser Datei wurde uns verwehrt, beziehungsweise die Ausführung dieser Datei wurde uns verwehrt. Nun, woran liegt denn das? Ne? Ich kläre jetzt mal hier den Bildschirm mittels Clear. Und wir haben gar keine Zugriffsrechte, oder sagen wir es mal so, die Zugriffsrechte, die wir haben oder die ich jetzt hier habe, vielleicht sieht das ja bei eurem Rechner anders aus, aber ich gehe davon aus, dass es genauso sein wird, ne? Die berechtigen uns hier nicht, im gegenwärtigen Status diese Datei auszuführen. Und deswegen führe ich jetzt mal hier folgendes Kommando mal aus, also list und hier minus l. Und dann sehen wir auch die Zugriffsrechte, ne? Ich habe bisher, sofern ich weiß, hier noch kein Video erstellt, in dem ich euch hier die ganze Geschichte erkläre mit den Zugriffsrechten im Terminal. Daher eine Kurzfassung. Also hier seht ihr RWX, dann RWX und RWX. Also hier dreimal so hier diese, also dreimal drei. Einträge und vorangestellt ist hier ein Minuszeichen. Okay, Kurzfassung. Also wie gesagt, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, euch das ausführlich zu erklären, aber dieses Minuszeichen ganz am Anfang des Eintrages signalisiert, dass es sich hier um eine Datei handelt und nicht um einen Ordner. Ne? Die ersten drei Symbole, also RWX zum Beispiel, ne? Oder RW-Strich, wenn hier eben kein Eintrag ist. Stellen die Zugriffsrechte für den Root-User dar. Der Root-User ist also der Administrator, der Chef, der Boss oder der Big Willy des Betriebssystems. In der Regel bin ich das. In der Regel seid ihr das, wenn ihr auf eurem eigenen Rechner programmiert. Ne? Und er steht für Read. Also der Root-User hat das Recht, die entsprechende Datei zu lesen. W steht für Write, also für Schreiben, Abändern. Also ich hätte jetzt als Root die Möglichkeit, eben Auswertung.command zu lesen und abzuändern. Das haben wir ja oder können wir ja machen, indem wir den Vim-Editor benutzen. Ne? Wir können die Datei im Vim-Editor öffnen und da was
Neues reintippen und ändern. Das können wir. Aber wenn hier ein X fehlt, das X steht nämlich für Execute, dann steht hier gleichsam, dass wir nicht das Recht haben, als Root-User diese Datei auszuführen. No? Wow, no? Das ist doof, ne? Denn wir wollen sie ja ausführen. So, und daher müssen wir gleich eben die Zugriffsrechte abändern. Ne? Aber hier noch einmal die nächste Reihe, R-, also die zweite Reihe steht für die Gruppe. Und die Gruppe, das bedeutet, das sind all die User, die in einer Gruppe sind mit dem Root-User, ne, mit dem Chefboss, also mit dem Admin. Ne? Ja? Und diese User der Gruppe haben nur das Recht, diese Datei auswertung.command zu lesen, nicht aber abzuändern. Und diese dritte Gruppe hier, R-, also die haben, das sind also ganz normale, sagen wir mal, Otto-Normal-User, ne? Die haben nur das Recht, die Datei zu lesen und haben kein Recht, diese Datei zu ändern oder auszuführen. Ja? Also, wem diese Kurzfassung etwas zu kurz geraten ist, der ist hiermit aufgefordert, entsprechendes nachzusehen und herumzugoogeln. Das ist auch eine nette Transferaufgabe. Das gehört immer dazu beim Programmieren, dass man auch Sachen nachschlagen muss. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich in ferner Zukunft allerdings auch nochmal ausführlichere Video-Tutorials mache zum Terminal und mit zu ja, Zugriffsrechten und so weiter und so fort. Okay, so, das klären wir jetzt mal wieder hier clear. Und ja, jetzt möchte ich eben diese Zugriffsrechte ändern für Auswertung.command. Das mache ich über ChangeMod 744. Das sind, es ist hier eine Zahl mit drei Ziffern. Die 7 legt eben fest, dass ich als Root-User alle Rechte besitze an Auswertung.command. Ja, also. Leserecht hätte den Wert 4 plus, also das ist das R, plus Schreibrecht, das wäre plus 2. Das Schreibrecht wird als 2 hinzuaddiert, nicht als 3, sondern als 2. Dann hätte ich jetzt hier, also wenn ich 6 geschrieben hätte, als Root mir das Zugriffsrecht gegeben, ja, die Datei zu lesen und zu ändern. Die Datei auszuführen, wenn ich mir das Recht zuweisen möchte, die Datei auszuführen, addiere ich noch eine 1 zu. Also hier noch einmal plus 1, also 4 plus 2 plus 1 sind 7. Also ich weiß, wenn ihr das zum ersten Mal hört, habt ihr Fragezeichen im Kopf. Ne? Aber googelt nach und schaut euch das Video gerne noch einmal hier an und betätigt nun wieder die Pause-Taste. Ihr werdet klarer sein. Ne? 4, 4. Das ist eben das Recht für die Gruppe. Das heißt, diese User sollen einfach nur Leserecht haben. Ne? Also ChangeMod 744. Ihr könnt das einfach mal so übernehmen. Ja? Und jetzt betätige ich die Enter-Taste. Und jetzt gehen wir noch einmal hier. Ich gebe hier noch einmal das Kommando ls-l hier ein. Dann seht ihr ja hier, dass ich hier nun als Root-User, hier ist die Auswertung.command, rwx hier stehen habe. Das heißt, jetzt kann ich diese Datei auch ausführen und bei den Usern der Gruppe hat sich nichts geändert und bei den Otto-Normal-Usern hat sich auch nichts geändert. Diese Leute werden einfach nur Leserechte haben an der Datei. Das heißt, sie können die Datei öffnen in einem Texteditor, sie können sich die Datei anschauen, aber sie können nicht, sie können keine Änderungen an dieser Datei vornehmen. Ne? So, ja, und jetzt eben noch einmal, jetzt führe ich Auswertung. Command hier aus und jetzt klappt es. Seht ihr? Jetzt klappt es. Wunderbar. Ich gebe eine Zahl ein, sagen wir mal 12, ist ein Dutzend. Gib eine weitere Zahl ein, dann sage ich mal 13 und die Summe der von dir eingegebenen Zahlen beträgt 25. Und das ist eigentlich, ja, das stimmt, das ist wunderbar. Ich führe das jetzt noch einmal aus. Gib eine Zahl ein, sagen wir mal 20.
Und noch eine Zahl 31 und dann haben wir hier die Summe der von dir angegebenen Zahlen beträgt 51. Ja, es klappt. Es klappt auch sehr gut und wir haben hier ja, unsere Aufgabe bewältigt. Ne? Jo, ist klar, war viel Stoff heute für die Leute, die ja, sich sowas zum ersten Mal anschauen. Deswegen habe ich ja nicht umsonst gesagt, macht euch mit dem Terminal vertraut und deswegen bin ich ja nicht umsonst hier ins Terminal gegangen und nutze dieses Terminal und nutze eben auch den Vim-Editor, um euch solche Sachen zu zeigen. Und diese Dinge können sehr nützlich sein, wenn ihr an der Uni seid und da kann euch euer Prof, ja, Aufgaben, beliebige Aufgaben stellen, mit denen ihr eben zurechtkommen müsst. Ne? Und es ist sicherlich sinnvoll, hier sich Kenntnisse anzueignen. Ne? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch meine Erklärungen hier zu den Zugriffsrechten so ein bisschen der Erleuchtung nahegebracht haben. Wenn nicht, ja, ich gehe mal davon aus, dass euch Google zur Verfügung steht und ihr einfach nur Internetzugang braucht, googelt rum, googelt zu Zugriffsrechten, Terminal und so weiter und so fort. Sollte nicht so schwierig sein. Also es ist ja kein Stoff, der nicht bewältigt werden könnte. Ne? Gut, rekapitulieren wir. Wir haben hier eine Datei erstellt, ein ausführbares Programm, Return One. Wir haben also die Quellcode-Datei dazu erstellt. Wir haben diese Datei, ganz wichtig, erstmal kompiliert, ne, sodass wir ein ausführbares Programm hatten. Dann haben wir eben eine Return2.c-Datei erstellt, eine Quellcode-Datei, haben auch dieses Programm kompiliert. Also auch da hatten wir ein ausführbares Programm. Und dann haben wir ein Skript erstellt mit der Endung .command, hier auf einem macOS-System. Und in diesem Command haben wir zwei Zeilen Code eingegeben und letztlich haben wir eben, nachdem wir festgestellt haben, dass wir so ohne weiteres diese Auswertung Command-Datei nicht ausführen können, uns eben die Zugriffsrechte verpasst mit dem Kommando ChangeMod oder chmod 744, also 744, 7 für alle Zugriffsrechte für den Root-User. Und ja, das ist normalerweise derjenige, dem der Rechner gehört. Das seid ihr, ne? Auf eurem Rechner zumindest, ne? Okay, das war's, ne? Also, ja, was soll ich sagen? Mir hat es Spaß gemacht, euch dieses Tutorial, ja, euch für dieses, noch einmal, mir hat es Spaß gemacht, für euch dieses Tutorial zu erstellen. Ne? Am Ende dieses Tutorials bekomme ich hier noch einen Knoten in die Zunge, soll nicht so sein. Ne? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zu folgen. Ich hoffe darüber hinaus, ihr habt was dazu lernen können. Ihr seid weitergekommen auf eurem Weg und ja, hoffe auch, dass ihr das in der Schule oder in der Uni oder in euren eigenen Programmen eben verwerten könnt, dass ihr damit rumspielen könnt. Darum geht es ja. Nehmt die Informationen, die ich euch hier präsentiere, auf, spielt damit rum, probiert damit rum, googelt herum und ja, sucht euch weitere Informationen. Letztlich macht einfach herum mit der Programmiersprache C. Das ist der beste und schnellste Weg voranzukommen. Der schnellste Weg, nein, noch nicht. Der schnellste Weg ist es, wenn ihr darüber hinaus noch ja, den ein oder anderen aus eurem Bekannten, Freundes, Familienkreis ansprecht und ihn auch oder sie fürs Programmieren gewinnen könnt, sich zusammenzuschließen mit anderen und Gruppen zu bilden, auch wenn man sich nicht jeden Tag trifft. Aber es kann ja sein, dass ihr euch montags mit dem trefft, dienstags mit dem und donnerstags mit dem und so weiter. Ne? Bildet einfach Gruppen und denkt euch was aus und programmiert miteinander. Programmieren ist eine einsame Tätigkeit, mehr oder weniger sitzt man dann halt alleine an seinem Rechner, aber es kann auch ja, zusammen mit anderen
dann ausgeübt werden. Und genau das wird eure Lernkurve drastisch steigern. Also ihr werdet im Turbo-Modus vorankommen, wenn ihr noch Leute gewinnen könnt. Ne? Aber ich hoffe, ihr bleibt auch künftig dran, denn Kontinuität ist auch wichtig. Dranbleiben, dranbleiben. Und mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich jetzt. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und betätigt diese Glocke unter dem Video, falls ihr ein Abo habt, ne, damit ihr Benachrichtigungen erhaltet von YouTube. Und jetzt sage ich Tschüss, Leute. Arrivederci, bye bye, bis zum nächsten Mal.